Mut ist eine Gabe Gottes. Als Journalist braucht man Mut in diesen dunklen deutschen Tagen. 1930. Die Nationalsozialisten sind fast am Ziel. Fritz Gerlich, 47 Jahre, Journalist und Publizist, hat gerade in München die bis dahin unbedeutende katholische Wochenzeitung Illustrierter Sonntag erworben. Gerlich ist ihr Herausgeber und Chefredakteur. Er will dem Nationalsozialismus die Stirn bieten. Das gedruckte Wort gegen die Gewalt der Nazis. Gerlich war nicht immer so. Die Begegnung mit der stigmatisierten Therese Neumann von Konnersreuth einige Jahre zuvor hat sein Denken verändert. Er wandelt sich. Vom Protestanten zum Katholiken. Vom Nationalkonservativen zum Demokraten. Mit einem Leitartikel im Juli 1931 beginnt er die offene Auseinandersetzung mit Adolf Hitler. Wenig später wird die Zeitung umbenannt. Sie heißt jetzt Der gerade Weg. Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht. Gerlich greift Hitler nun so scharf an wie kein anderer Publizist. Er provoziert. Er prophezeit. 1933. Hitler ist Reichskanzler und damit am Ziel. Gerlichs Kampf ist erbitterter und kompromissloser denn je. Doch er verliert diesen Kampf. Der Abend des 9. März 1933. Fritz Gerlich ist in seinem Büro. Er hätte fliehen können. Tat es nicht. Die SA stürmt die Redaktion des geraden Weges, wütet, verwüstet, misshandelt Gerlich brutal und verhaftet ihn. 16 Monate verbringt er in einer winzigen Zelle im Gefängnis in der Münchner Ettstraße. Immer wieder wird er geschlagen, verhört, zum Selbstmord aufgefordert. Aber er nimmt sein Schicksal an. Er liest die Bibel. Er betet. Die Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1934. Hitler will seine Gegner endgültig beseitigen. Es gibt eine Todesliste. Gerlich steht ganz oben. Er wird ins KZ Dachau gebracht und dort, zusammen mit anderen Häftlingen, erschossen. Seine Leiche wird verbrannt. Die Asche anonym auf einem Münchner Friedhof beigesetzt. Fritz Michael Gerlich. Kein einfacher Mensch, aber ein ungewöhnlicher. Einer, dem der Glaube an Gott und der Glaube an das Gute wichtiger waren als sein eigenes Leben.